Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen App Review. Heute zeige ich euch die App Tabzoo Santa's Quest. Wir sind hier jetzt schon mal im Spiel drin. Vielleicht kennen von euch einige das normale Tabzoo. Das hier ist einfach die Weihnachtsedition und die gibt es kostenlos im App Store. Und ja, was man hier machen muss: Man muss einen Zoo betreiben. Ihr seht schon, das ist hier so eine Schneelandschaft. Die Sachen hier sehen schön weihnachtlich aus. Das hier ist gerade mein Zoo. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Häuser gebaut. Und hier so ein Rentier gebaut. Wenn man hier drauf geht auf diese Tatze, sage ich jetzt mal, kommt man jetzt in dieses Menü. Hier kommt man wieder zurück und kann sich hier verschiedene Tiere kaufen. Hier im Store kann man sich zum Beispiel sehr vieles kaufen. Man kann sich hier Häuser kaufen. Man kann sich Bäume kaufen, Dekoration und noch vieles mehr. Und hier kann man noch Freunde von Facebook und alles dazu einladen und per E-Mail und so. Hier sind noch ein paar Optionen. Und hier ist noch irgendwas mit so einem Nest, das habe ich selbst noch nicht richtig verstanden. Ja, wir gehen jetzt mal zurück. Und das hier ist irgendwas, was ich noch nicht richtig freigespielt habe. Und hier kann man noch durch In-App-Käufe mehr Coins bekommen bei dem Spiel. Also da kann man wirklich sehr viel machen. Ja, hier oben wird uns unser Geld, also unsere Coins, angezeigt. Hier auf dem Paket kann man hier noch solche Aktivitäten hier sehen. Das ist, aber ich glaube, das habe ich zumindest mal nicht so wichtig. Oder vielleicht sind es hier ein paar Aufgaben und so. Zurzeit interessiert es mich noch nicht so. Hier sieht man mein Level. Ich bin zurzeit Level 5. Und hier sieht man meine XP-Punkte. So habe ich 141 XP-Punkte. Wenn man mehr XP-Punkte bekommt, steigt man eben ein Level auf. Hier sieht man noch so eine Glocken. Da kann man sich eben mit In-App-Käufen mehr kaufen und auch noch hier mehr Coins kaufen. Was die Glocken nützen, habe ich bisher auch noch nicht rausgefunden. Und hier sieht man noch vom Hersteller ein paar andere kostenlose Spiele. Und ja, man hat hier halt diesen Zoo und man hat hier zum Beispiel die Tiere, die Häuser. Wir können jetzt hier auch Geld einsammeln. Jetzt haben wir hier ein paar Coins bekommen und XP. Und man muss eben immer mehr Coins sammeln. Und man bekommt die Coins immer, also hier bei diesem Rentier hier, bekommt man alle 4 Minuten neue Coins. Und hier bekommt man alle 4 Stunden neue Coins. Das dauert hier jetzt noch 3 Stunden und 19 Minuten bei mir. Und wenn man dann alle 4 Stunden neue Coins hat, also da bekommt man dann natürlich mehr. Und hier brauche ich auch noch 3 Stunden und 19 Minuten. Dann bekommt man eben neue Coins, um sich wieder neue Sachen zu kaufen, um weiter höher Level zu kommen oder dann auch noch neue Häuser zu bauen. Ja, das Spielprinzip, so gibt es das jetzt vielleicht. Also jetzt nicht, dass man einen Zoo macht, also es ist nur vom Hersteller noch gab es dieses Spielprinzip mit dem Zoo. Aber ich würde sagen, mir gefällt es, deswegen möchte ich jetzt auch mal mit der Erklärung aufhören. Fazit. Ja, jetzt, ich finde, mir gefällt Tabzoo Santa's Quest sehr schön. Also man sieht die Optik hier sehr gut, es ist alles leicht gestaltet. Also was ich ein bisschen schade an der App finde, ist erstens, dass man Internet dafür braucht und zweitens, dass man keine Push-Benachrichtigung bekommt, wenn jetzt hier die Coins kommen. Aber für Leute, die solche Spiele generell mögen, die auch sowas zum Beispiel auf Facebook schon gespielt haben oder auch zum Beispiel Spiele wie Zombie Farm gespielt haben und denen das gefallen hat, ich glaube, denen wird dieses Spiel hier auch gefallen. Und ja, ich gebe der App 6,5 Sterne. Mir gefällt es nicht ganz so gut, habe ich ja auch schon ein paar Gründe gesagt. Und ja, das war's jetzt mit dem kleinen App-Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao und bis dann, Leute.